Meine Koffer aus unserem Haus. Die wurden nachgeliefert, das ist schön. Vielleicht ist da ja Geld drin, das wäre super. Schauen wir mal. Oha. Ach gut. Ich dachte schon, Dave. Du tickst immer mehr aus. Mich würde aber wirklich mal sehr interessieren, was in dem Brief drin stand. Haben wir den jetzt einstecken? Nee, das ist bloß der alte Brief. Moment, ich mach mal hier die Taschenlampe. Ach nee, die bleibt an. Okay. Was stand denn jetzt in dem Brief drin? Das würde mich mal sehr interessieren. Den hat er natürlich direkt zerrissen. Das ist auch doof. Ist sie denn jetzt völlig wahnsinnig geworden? Weiß ich nicht. Du musst mir sagen, was drin stand. Ansonsten kann ich dir das nicht sagen. Na gut, legen wir uns einfach mal hin. Nein, ich kann jetzt nicht schlafen. Na toll. Ja, was sollen wir denn dann machen? Moment, ich muss mich mal anders hinsetzen hier. Ach. Okay. Wir haben eigentlich, das ist doch der alte Brief, sehr oder? Sehr geehrter Mr. McNamara. Ja. Ausweislich der an Frau McNamara, unsere so, Mandant, das, ihre ja, Hochacht, ja, ja, Frank ja, ja, Pollock, ja, das Ingram and Pollock. Ja, ja, ja. Das kennen wir schon. Haben wir die Briefteile hier noch irgendwo rumliegen? Nein. Ach du Kacke, was sollen wir denn jetzt? Ja, ansonsten sollen wir schon wieder saufen gehen? Ich will eigentlich gar nicht schon wieder in die Kneipe. Aber gut, sieht wohl ganz so aus. Dann gehen wir mal wieder nebenan in die Kneipe. Mal sehen, ob der Pimp wieder da ist. Ja, der ist auch wieder da. Mal sehen, ob er sich heute endlich mal benimmt nach dem letzten Abend. Los, rein mit dir. Schau an. Na, mein Freund, willst du gar nicht mit mir reden? Sag mal, ist das nicht die von letzten Abend? Da saß du ja auch schon im roten Kleid hier, bloß alleine hier drüben. Na gut, setzen wir uns mal. Was haben wir da? Streit und Information. Machen wir erstmal den Streit. Hören Sie, Randall, ich glaube, ich muss mich für gestern Abend entschuldigen. Ich wollte hier keinen Streit vom Zaun brechen. Ich habe wirklich schon Ärger genug. Es geht schon in Ordnung. Es wäre allerdings schön, wenn wir hier künftig ohne Schusswaffen auskämen. Das habe ich auch Riker schon gesagt. Es war einfach nicht mein Tag gestern. Dann wollen wir mal hoffen, dass es bei diesem einen Pechtag bleibt. Okay. Kriege ich hier trotzdem noch was zu trinken? Whisky? Yep. Und für meinen Freund Riker einen Wodka, richtig? Ja. Jetzt werden die beiden auch noch Freunde, oder was? Also, ich weiß ja nicht, aber der Riker ist derjenige gewesen, der mit der Waffe angekommen ist und den Streit eigentlich vom Zaun gebrochen hat, so wirklich. Dave hat dann bloß auch mal ein paar Worte halt gesagt und wenn er dann gleich mit der Knarre ankommen muss, der Vogel, dann ist das eigentlich doch nicht Daves Schuld, oder? Ich meine, er war dann kurz davor abzudrücken, gut, das ist was anderes, aber ansonsten bin ich der Meinung, dass eigentlich Riker Schuld hatte und warum der dann kein Hausverbot kriegt, weiß ich auch nicht, aber die beiden scheinen ja jetzt direkt mal Freunde zu werden. Nabend, Randall. Nabend, Riker. Nabend. Na, alles klar.
Bis jetzt noch ja. Gut, das war jetzt wahnsinnig informativ. Noch ein? Mhm. Sie sind ein ziemlich harter Bursche, Doc. Finden Sie. Sieht man ihn nicht unbedingt an. Ich bin nicht stolz drauf. Es kann nicht schaden, wenn man mal deutlich werden kann. Oh doch, das kann es. Es kommt darauf an, wem gegenüber. Immer noch Probleme mit Ihrer Frau, Doc? Mehr denn je, schätze ich. Wie kommen Sie jetzt darauf? Ich weiß nicht, Doc. Was haben Sie angestellt mit Ihrer Frau? Deutlich geworden? Ich habe einen Haufen Mist gebaut, Randall. Sie haben sie doch nicht... geschlagen? Oh nein, nein, nein. Ich habe ihr kein Haar gekrümmt. Nie. Es war ein Unfall, verstehen Sie? Ein Unfall. Unfall? Ja. Ganz bestimmt war es das, Doc. Kommen Sie, das wird schon wieder. Wollen Sie noch einen? Ich weiß nicht, ob das gut für mich ist, Randall. Also gut, geben Sie mir noch einen. Kopf hoch, Doc. Sie kriegen das schon wieder auf die Reihe. Ja, vielleicht. Ich muss los, Randall. Schreiben Sie es auf? Pleite, Doc? Nein, nein, nur gerade kein Bargeld dabei. Ist das in Ordnung? Wenn Sie sich nicht bei Nacht und Nebel davon machen? Keine Sorge, ich bleib Ihnen erhalten. Also, bis morgen. Bis morgen, Riker. Nicht sauer sein, ja? Kein Thema. Prost. Na, jetzt benimmt er sich auf einmal. Ich muss los. Ich schau wieder rein. Super, der Dave lässt überall anschreiben jetzt und... Können wir uns nochmal hinsetzen? Ne. Ach schade, geht nichts mehr. Ich muss los. Ich schau wieder rein. Dave lässt jetzt überall anschreiben und hat quasi kein Geld mehr. Und können wir hier irgendwie eigentlich mal... Nee, können wir auch nicht. Gut, dann gehen wir wieder. So, dann machen wir heute mal früher Feierabend. Ich muss sagen, der Tag ging wirklich schnell rum im Vergleich zum zweiten jetzt gerade. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergehen wird, wie viele Tage es denn hier eigentlich gibt insgesamt. Und vor allen Dingen, wie Dave seine ganzen Probleme lösen wird. Ich meine, das berufliche Problem, das löst er ja ganz gut, da kommt er gut vorwärts. Aber gerade das Private, da kommt er eigentlich überhaupt nicht vorwärts. Ist sie denn jetzt völlig wahnsinnig geworden? Kannst du nicht mal was anderes dazu sagen? Ich will zum Beispiel den Brief lesen... Und ich will eigentlich auch mal hier ein bisschen auspacken, denn da müsst ihr ja einen Regenmantel einstecken haben. Da musst du nicht jedes Mal durch den strömenden Regen in deinen paar Klamotten gehen hier. Na gut, legen wir uns. Oder erst nochmal überlegen. Hoffentlich finde ich hier mal etwas Schlaf in den nächsten Tagen. Wenn nur diese verdammte Träumerei endlich aufhören würde. Ja, genau dasselbe hast du gestern auch schon gesagt. Gut, dann legen wir uns mal schlafen und schauen mal, ob er jetzt denn auch wirklich sich hinlegt. Nein, ich kann jetzt nicht schlafen. Immer noch nicht. Was willst du denn noch? Ich weiß es gar nicht so richtig. Wir könnten vielleicht mal natürlich Kim zur Rede stellen. Wegen was auch immer. Ich weiß ja nicht, was sie da geschrieben hat in dem Brief. Das scheint zu funktionieren. Denn er steht ja schon ganz woanders jetzt im Raum. Aha. Hallo? Kim, hier ist David. Ich muss mit dir reden. Hat das nicht Zeit bis morgen? Es ist mitten in der Nacht. Nein, es hat nicht Zeit bis morgen. Hast du getrunken? Ich rufe wegen dieser kleinen Überraschung an, die du mir geschickt hast. Du bist betrunken, David. Nein, bin ich nicht. Können wir für 5 Minuten über was anderes reden? Über die Post von dir, die hier vor mir liegt? Dazu gibt es nichts zu sagen. Nicht? Du willst dich einfach so scheiden lassen? Nach 10 Jahren? Ich hätte schon früher gehen sollen. Ich dachte, wir hätten die Sache ausgestanden. Ich dachte, du gibst uns noch eine Chance. Das habe ich versucht. Wenn ich zurück bin, lassen wir deine Augen lasern. Ich habe von einem Spezialisten gehört, der... Hör auf damit, David. Deinen Zustand sehe ich auch so klar genug. Klarer als du. Ich kann so nicht weitermachen. Es war nicht meine Schuld. Gott, was soll ich denn tun? Es war nicht meine Schuld. Es ist nie deine Schuld. Der Unfall, die Ausbrüche... Die Entlassung, das Trinken. Nichts davon ist je deine Schuld. Was willst du hören? Nichts. Ich will gar nichts mehr hören. Du hast angerufen. Du findest sicher schnell eine neue Wohnung. Du machst alles kaputt. Es gibt nichts mehr kaputt zu machen. Ich bin müde. Ich muss jetzt Schluss machen. Warte. Gute Nacht, David. Warte. Was denn noch? Okay, okay, du hast recht. Aber ich brauche noch meine Papiere. Meine Zulassung. Die Bankunterlagen. Kannst du morgen nach New York kommen und mir die Sachen bringen? Warum sollte ich das tun?
Kim, lass uns die Sache doch nicht am Telefon beenden. Bitte. Also gut. Aber ich komme nicht in dein Hotel. Musst du nicht. Wir treffen uns im Central Park. Morgen um 8. In Ordnung? Komm zum See. Kim, bist du noch dran? Sehen wir uns also morgen. Ich rufe dich an, wenn was dazwischen kommt. Also bis morgen? Gute Nacht. Mensch, wir kommen ja ernsthaft vorwärts auch mit Kim jetzt. Das ist ja erstaunlich. Und vielleicht kommen wir so auch mal wieder an Geld ran und vielleicht können wir Kim auch mal ordentlich zur Rede stellen, um dann vielleicht die Sache ein bisschen aus der Welt zu schaffen. Ich glaube zwar nicht, dass die sich nochmal zusammenraufen werden, aber vielleicht können sie sich zumindest halbwegs in Güte scheiden lassen voneinander. Gut, dann können wir uns jetzt aber bestimmt schlafen legen, oder? Ja. Und nochmal Daves Nachtgedanken. Aufzeichnung, Dienstag, 13. November 2007. Aktueller Untersuchungsstatus. Mit allen Patienten sind weitere Erinnerungsrekonstruktionen gelungen. Thematisch durchzieht eine bislang unbekannte Bedrohungssituation die Schilderungen aller Patienten. Ob es sich dabei um kollektive Wahnvorstellungen oder reale Ereignisse handelt, ist noch nicht feststellbar. Dass sich die fünf gemeinsam an ein und demselben Ort aufhielten, kann als gesichert gelten. Es verdichten sich die Hinweise, dass der gesuchte Aufenthaltsort ein militärisches Gelände sein muss. Insbesondere wurde von Patientzelle 3 ein Funkraum erwähnt und eine militärische Frequenz hat entsprechende Signale aufgefangen. Allerdings gibt es von den Behörden noch immer keine Hinweise auf eine infrage kommende Anlage. Der Zustand der Patienten ist weiterhin stabil. Die Ansprechbarkeit hat sich bei allen verbessert. Weniger externe Hilfsmittel sind für die Sitzungsdurchführung notwendig. Mit weiteren Therapiefortschritten ist zu rechnen. Privatnotiz. Es passieren merkwürdige Dinge. Der Detective, mit dem ich zusammenarbeite, hat mir heute erzählt, dass die NSA meine Army-Personalakte angefordert hat. Ich frage mich, warum? Was hat die NSA mit meiner Arbeit hier zu tun? Ich werde den Verdacht nicht los, dass es etwas mit meinem Ausscheiden aus der Army zu tun hat. Meine Arbeit an den Simulatoren steht mit diesem Job höchstens oberflächlich in Verbindung. Und Kims Unfall? Nein, die Ermittlungen sind längst eingestellt. Obwohl, wer weiß, vielleicht hat Kim sich bei denen gemeldet? Ich weiß nicht mehr, was ich hier noch sagen soll. Könnte ich ihr meine Augen geben? Ich würde es tun. Sie schickt mir Sachen ins Hotel, fast jeden Tag. Ich habe Angst, dass sie es ernst meint. Und ich kann nichts tun. Wenn ich sie anrufe, rege ich mich auf. Das macht es nur schlimmer. Ich muss mich beruhigen. Vielleicht kriege ich es dann nochmal wieder hin. Vielleicht. Ich träume schlecht. Jede Nacht. Im Hotel schauen mich die Leute schon komisch an. Privatnotiz Ende. Mensch, Dave. Hoffentlich schläfst du gut diese Nacht.